Hat jetzt Jogi, herzliche Gratulation zu dem souveränen Sieg heute gegen HC Sierz. Es war dein erstes Spiel in einem HC Alten, gerade Scoring eröffnet heute. Gelungen Abend habe ich zu oben. Ja, merci vielmals sicher. Ich glaube schon, es war ein sehr gelungener Abend. Es war sicher nicht ganz einfach für mich, heute Abend individuell jetzt gerade. Jetzt gleich eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche nicht gespielt hatte. Aber ich bin nicht hier für weiss ich was für Sachen zu machen, sondern einfach zu spielen, der Mannschaft zu helfen. Und ich hoffe, das habe ich heute können machen. Wie ist es eigentlich so, wenn man so von 0 auf 100 gerade in eine Playoff-Serie reingeht, die eigentlich schon lanciert ist? Hat es einen Moment gebraucht oder ist das Goal gerade auch für dich persönlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen? Nein, es hilft natürlich sicher schon, wenn man am Anfang des Matches das Goal schiessen kann. Wie gesagt, es war nicht ganz so einfach gewesen. Es ist eine Serie, die schon läuft, du kommst neu rein, aber eben, ich glaube, da muss man einfach die ganzen Sachen einfach behalten und nicht zu viel studieren und einfach 100% geben, was man hat. Es ist lanciert, der HC Alten führt jetzt mit 13 Uhr. Hat man schon die Möglichkeit, einen grossen Schritt zu machen. Ja, du hast auch schon lange Erfahrung. Was wird wichtig sein jetzt für so einen Match am Samstag in sieben Runden? Ja, es ist immer so, dass das vierte Sieg zu holen ist immer das Schwierigste. Weil sie wissen genau, wenn verliert, ist fertig. Ja, ich glaube, wir müssen nicht gross etwas ändern. Wir müssen einfach konzentriert unser System weiterspielen. Sie als Gate, sie unter Druck setzen. Eigentlich genau, wie man das jetzt in den ersten drei Spielen gemacht hat. Sicher das Momentum probieren auf unsere Seite zu ziehen, anfangs vom Spiel und dann das auch nicht mehr abgeben. Und dann sollte das eigentlich klappen. Der IHC Olten auf Radio Insights.